Liebe Freunde des GATTV, herzlich willkommen zum Tagesthema. Erlauben Sie mir, Sie zum Gebet einzuladen, zum Gebet des Engel des Herrn. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Engel des Herrn brachte Maria die Botschaft. Und sie empfing vom Heiligen Geist. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Maria sprach: Ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Bitte für uns, o heilige Gottesgebärerin, auf dass wir würdig werden der Verheißungen Christi. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, gieße deine Gnade in unsere Herzen ein. Durch die Botschaft des Engels haben wir die Menschwerdung Christi, deines Sohnes, erkannt. Führe uns durch sein Leiden und Kreuz zur Herrlichkeit der Auferstehung. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit, und in Ewigkeit. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Herr, gib unseren Verstorbenen. Wir gedenken unseres Herrn Pfarrers Hans Buschor, der Wohltäter des KTV. Wir gedenken unserer verstorbenen Angehörigen und Bekannten. Gib ihnen die ewige Ruhe und das ewige Licht leuchte ihnen. Lass sie ruhen in Frieden. Amen. Heiliger Josef, Nährvater Jesu Christi und wahrer Bräutigam der seligsten Jungfrau Maria, bitte für uns und für die Sterbenden dieses Tages und dieser Nacht. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Freunde des KTV, wir wenden uns einer Frage zu, die Sie sich bestimmt auch schon gestellt haben. Eine Frage, die transzendent ist, die die Grenzen der Möglichkeiten, die uns gegeben sind, übersteigt und wir diese
nur im Geheimnis der Liebe Gottes beantworten können. Eine Liebe, die nicht begrenzt ist, die alles übertrifft, selbst Zeit und Raum frei ist und die unsere Möglichkeiten des Denkens sprengt. Hören wir auf die nächste Frage. Guten Tag, Herr Pfarrer Schuler. Ich habe eine Frage. Als der Engel Luzifer, der Satan, im Himmel den Aufstand angefangen hat und ein Drittel der Engel auf seine Seite geholt hat, um gegen Gott zu rebellieren, um sich selbst zum Höchsten zu machen, warum hat Gott den Satan nicht vernichtet, ein für alle Mal? Denn dann hätte es niemals die Versuchung im Paradies gegeben von Adam und Eva. Es wäre nie zum menschlichen Sündenfall gekommen und der Satan wäre vernichtet worden. Es ist eine transzendente Frage. Können wir diese Frage überhaupt beantworten? Wie können wir uns dieser Frage annähern? Das ist mein Anliegen. Vielen Dank und Gottes Segen. Wir können uns dieser Frage annähern. Ob wir sie beantworten können, wage ich zu bezweifeln. Wir können uns ihr aber annähern und wir haben uns diese Frage zu stellen. Die Annäherung geschieht, indem wir uns der unermesslichen, unerklärbaren Liebe Gottes annähern, die rein, die selbstlos und alles umfassend ist. Auch die Engel sind Geschöpfe Gottes mit einem freien Willen. Und gerade in dieser Freiheit, die sowohl den Engeln als vollkommene Geistwesen als auch dem Menschen zukommt, liegt die Möglichkeit, sich für das Gute oder eben auch für das Böse zu entscheiden. Die Theodizee-Frage, die Frage nach dem Leiden, stellt sich hier ebenfalls. Warum hat der allmächtige Gott denn nicht alles Leid, den Tod aus der Welt, alles Böse aus der Wirklichkeit entfernt, in der wir leben? Die Antwort liegt darin, dass wer die vollkommene Liebe lebt, diese auch zum Preis der Freiheit nur erbitten kann, nicht verlangen kann, nicht einfordern kann. Es ist also um den Preis der Liebe, dass uns die Gabe der Freiheit geschenkt ist. Und es ist zum Preis der vollkommenen Liebe, dass uns die Möglichkeit gewährt ist, in Freiheit uns für das Gute oder eben auch für das Böse zu entscheiden, wie wir es gestern bereits schon angesprochen haben. Gott will nicht das Leiden. Es liegt nicht im Willen Gottes. Es gibt die Zulassung, dass es Leid gibt. Aber dort, wo Jesus auf Leid gestoßen ist, wo er Kranke angetroffen hat, dort hat er nach Möglichkeit dieses Leid beseitigt. Wo auch der Glaube da war. Unter der Voraussetzung, dass auch der Mensch zugestimmt hat zum Heilsplan Gottes, durfte Jesus Christus die Menschen zur Heilung, zur Vollkommenheit führen. Diese Spannung zwischen der Unvollkommenheit, zwischen der Vergänglichkeit, der wir ausgesetzt sind, und der vollkommenen Liebe, die
Gottes Absicht beinhaltet, dass das Heil der Welt, und zwar allumfassend, mit dein geschlossen sein darf. Diese vollkommene Liebe steht dem entgegen, was wir oftmals in unserer Welt antreffen. Wir urteilen dann eben aus unserer Erfahrung heraus. Die Geistwirklichkeit in Gottes Liebe, sie übertrifft unsere Erfahrungen. So ist die Annäherung an die Frage, warum hat Gott nicht das Leid, das Böse bereits schon in seiner Wurzel aus der Welt geschafft, liegt in der Liebe, in der vollkommenen Liebe, die Gott zu uns Menschen in sich trägt. Und zur ganzen Schöpfung möchte ich hier anfügen. Hier können wir uns dieser Frage annähern. Vielleicht eben auch den Eindruck, den wir als Menschen haben, der sogar in der Heiligen Schrift zum Ausdruck kommt. Wir hören dies im nächsten Beitrag. Auch eher annähernd verstehen lernen. Voll erfassen werden wir die ganzen Umstände, Schwierigkeiten und Herausforderungen einmal erst im Licht der lebendigen Gegenwart Gottes, die wir bereits hier in unserem Alltag suchen wollen. Hören wir den nächsten Beitrag. Guten Abend. In Psalm 6 steht geschrieben, Gott, strafe mich nicht in deinem Zorn. Das muss man einfach verstehen. Manchmal ist eben auch in der Heiligen Schrift vom Zorn Gottes die Rede. Kann denn Gott, der die vollkommene Liebe ist, Zorn zulassen? Wir Menschen sprechen manchmal vom Zorn Gottes oder vom heiligen Zorn. Psalm 6 ist ein Bußgebet in Todesnot. Und wenn wir vom Zorn sprechen, oder dann betrifft der Zorn ein Gefühl der Aggressivität, der Beharrlichkeit, der Insistenz, die dann in das Wesen Gottes hineingelegt wird. Von Gott wissen wir aber, dass er die vollkommene Liebe, die vollkommene Güte, die vollkommene Barmherzigkeit ist. Wie hat denn da der Zorn Platz? Auch beim Unglücksfällen, sogar beim Tod, handelt es um eine Zulassung Gottes, uns Menschen gegenüber. Damit wir Menschen die Selbstüberheblichkeit ablegen, Demut üben, um einmal eben in diese vollkommene Liebe Gottes eingehen zu können. Wir Menschen sprechen dann von einem heiligen Zorn. Wenn es keinen anderen Weg mehr gibt, wenn die Menschen sich derart versteifen in ihrer Gegnerschaft gegen die Güte Gottes, dass kein Heilmittel, keine andere Möglichkeit da ist, um uns Menschen wieder in die vollkommene Demut und Güte zurückzuführen,
dass wir das Gute zu tun beabsichtigen und auch zum Guten, Vollkommenen und Heiligen, das im Heilsplan Gottes liegt, wieder Zugang finden und das anstreben, was dem Willen Gottes entspricht. So ist mancher Schicksalsschlag, manches Leid auch eine Möglichkeit für uns Menschen, dass wir in uns gehen und unser ganzes Vertrauen auf Gott setzen. Manches Leid aber, so erfahren wir es ganz besonders, wenn wir eben die vollkommene Liebe Gottes außer Acht lassen würden, als ein Skandalum, dass wir vielleicht sogar Gott beschuldigen könnten, für das Leid in dieser Welt verantwortlich zu sein. Vielleicht steht es dann gut an, dass wir etwas demütig werden, in uns gehen, die Gottesliebe zu uns Menschen betrachten lernen und eben die Größe Gottes auch betrachten lernen, der uns unvollkommene Menschen, der uns der Vergänglichkeit ausgesetzte Menschen, der uns Menschen, die wir in dieser materiellen Welt der vergänglichen Zeit und dem begrenzten Raum ausgesetzt sind und um unser Leben, den Bestand unseres Lebens oft mal ringen müssen, um es zu erhalten in Würde, in Menschenwürde und in Wertschätzung, dass wir zurückfinden zum Vertrauen auf Gottes Hilfe. Im letzten Augenblick unseres Lebens, in der Stunde unseres Todes, wird es dann nötig sein, spätestens dann, wenn wir selber nichts mehr zu verändern mögen, dass wir uns ganz der Liebe und Güte Gottes anvertrauen, der uns zum bleibenden Leben in der Geistwirklichkeit führt, die weder an den Zeit noch an einen Raum gebunden ist. Und gerade hier mögen wir hineingehen und dieses Bußgebet in Todesnot, den Psalm 6, als das beten und betrachten, als was es uns hier auch bezeichnet ist. Selbst in größter Verlassenheit und Einsamkeit, selbst mit leeren Händen, in denen wir überhaupt keinen Verdienst vorweisen könnten, dürfen wir zum lebendigen Gott kommen. Auch mit unserem Leid, mit unseren Tränen, mit unserer Enttäuschung, mit unseren Unvollkommenheiten und Unterlassungen, die wir vielleicht jetzt in diesem Augenblick bereuen. Wir dürfen mit diesen zum lebendigen Gott kommen und ihn um seine Hilfe und seinen Beistand bitten. Und dort, selbst in äußerster Verlorenheit, wird uns der lebendige Gott gerne reich beschenken mit bleibendem Leben, mit diesem Erbarmen, das den Gedanken der Gerechtigkeit, der auch bei uns schon grundgelegt ist, auf unvollkommene Weise, dann zu vollenden bereit ist. Eine Vollendung, die wir nur in Gottes Güte empfangen können. Gehen wir doch gleich
in den nächsten Beitrag. Grüezi, Herr Schuler. Ich bin eine Schweizerin, also ich bin gebürtige Italienerin, aber seit 60 Jahren verheiratet mit einem Schweizer. Und mir stört einfach, dass im italienischen Gebet, das Reuegebet, heißt, der Herrgott soll die Sündige bestrafen. Ich glaube das nicht. Der Herrgott ist nämlich lieb und er bestraft nicht. Ich werde von Ihnen eine Antwort bekommen. Ich danke Ihnen vielmals. Gesegneten Tag wünsche ich Ihnen. Danke. Gerade hier mag uns das Leitwort, die Absicht Gottes ist die Wende zum Guten, bestärken und ermutigen. Die Absicht Gottes ist die Wende zum Guten. Und zwar nicht eines Unvollkommenen, einer begrenzten Güte, sondern zum vollkommenen Guten. Das ist Gott selber, zur vollkommenen Liebe, die in ihm ist. Wenn ein Mensch sich der Gottesferne bewusst wird und diese auch als eine Strafe empfindet, so ist Gott selber es, der diese Empfindung zulassen kann im Menschen, damit der Mensch umkehrt. Gerade darum eben auch in diesem Reuegebet, in diesem Gebet um Buße, um Umkehr, dass wir Gott bitten, dass er uns nicht strafe. Die Strafe besteht darin, dass der Mensch sich bewusst wird, durch seine Untugenden, Untaten, das Gute verletzt zu haben. Pater Pio sagt in seinen Briefen, Lieblosigkeit zu zeigen ist so schlimm, als würde man das Auge Gottes selbst verwunden. Gibt es etwas Empfindlicheres als den Augapfel? Deshalb ist ein Mangel an Liebe wie ein Sündigen gegen die Natur. Und wenn wir das jetzt nun von der anderen Seite betrachten, Wohltätigkeit, von welcher Seite sie auch kommen mag, ist immer die Tochter ein und derselben Mutter, der göttlichen Vorsehung nämlich, dann können wir Eingang finden, dies ist ein Zitat ebenfalls von Pater Pio von Pietrelcina, dass die Wohltätigkeit in der Vorsehung Gottes selber liegt. Und wer es an Wohltätigkeit mangeln lässt, handelt dann und für sich gegen die Vorsehung Gottes, die uns Menschen, allen Geschöpfen, das Gute zukommen lassen möchte, in Vollkommenheit. Und dort, wo wir uns bewusst werden, dass wir in unserem Leben so viel Ungutes zugelassen haben, vielleicht zum Unguten, zum Bösen auch geschwiegen haben, dem Bösen nicht gewehrt haben, sodass es groß werden konnte und Erschrecken erregt, sodass Menschen zur Gottesferne verführt wurden und an der Güte Gottes zu zweifeln mögen. Dort ist Umkehr und Buße angebracht. Dort kann vielleicht sogar der Gedanke aufkommen, als ob Gott strafen könnte, er, der die vollkommene Liebe ist. Er kann eine Strafe zulassen, insofern, dass diese den Menschen dann zur Umkehr, zur vollkommenen Begegnung mit der
unermesslichen Liebe Gottes kommen lässt. Wenden wir uns gerne dem nächsten Beitrag zu. Guten Tag, Herr Pfarrer Schuler. Ich möchte gerne etwas sagen zum Thema Gott und Zufall. In unserer irdischen Wirklichkeit, vergänglichen Wirklichkeit, gibt es ja den physikalischen Zufall, den objektiven Zufall, der sogar auf der Quantenphysik beruht und der wirklich ein Zufall ist. Es gibt auch den stochastischen Zufall, der aus der Mathematik kommt. Aber für Gott, der außerhalb von Raum und Zeit existiert, gibt es keinen Zufall, denn er sieht das gesamte Universum als Verlauf vor sich. Das ganze Universum stellt sich im Geiste Gottes als Gebilde vor ihm dar. Und er, Gott, der außerhalb von Raum und Zeit ist, sieht schon, was in tausenden Jahren passieren wird am Ende der Zeit, in Millionen Jahren, in Milliarden Jahren. Er sieht in die Vergangenheit. Und es gibt für ihn keinen Zufall. Er ist der Erhalter und Schöpfer aller Dinge. Gerade hier können wir uns zurückbeziehen auf die Geistwirklichkeit Gottes, die eben ohne Raum und ohne Zeit ein immerwährendes Wirken, Heilswirken Gottes voraussetzt. So mögen wir vielleicht in unserer Beschränktheit auch Demut walten lassen. Wir betrachten den lebendigen Gottes, der über allem steht, über der Zeit, über dem Raum, über allen Geschöpfen und im ersten Buch der Heiligen Schrift sogar uns zugesprochen hat, als er alle Dinge erschaffen hat, Gott sah, dass es gut war. Er sah, dass das, was er geschaffen hat, gut ist. Und wenn wir uns in unserem Alltag, in unserer Erfahrung so manchem Unguten ausgesetzt fühlen, und so manches Ungutes, so manche Ungerechtigkeit, so manches Laster und so manche Untugend antreffen, dann mag dies für Raum und Zeit, für diese Welt gelten und steht ganz in Spannung zu dem, was wir erhoffen und was wir erwarten dürfen. Ganz besonders durch diese Hoffnung, die der Sohn Gottes, Jesus Christus, in unsere Herzen legt, der Leid und Tod überwunden hat. Und hierin ist ein Gedanke da, der unsere Erfahrung übertrifft. Und vielleicht uns auch Einhalt gebietet im Beantworten von mancher Frage und uns zugeben lässt, dies übertrifft meine Möglichkeiten, eine Antwort zu geben. Dies übertrifft mein Erfahrungsbereich. Und wir dürfen es schlicht und einfach vertrauend und dankbar in die Güte Gottes hineinlegen, was wir nicht verstehen können. Hören wir noch den nächsten Beitrag, der eben diese Grenze, die uns gesetzt ist zwischen dieser vergänglichen Welt und der zu erwartenden, erhoffenden Glückseligkeit Gottes überwinden lässt. Guten Tag, Herr Pfarrer Schuler. Ich möchte gerne etwas sehr Interessantes zum Thema Gott und Zeit sagen. Gott befindet sich außerhalb von Raum und Zeit
Und für Gott ist das, was wir als Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft wahrnehmen, ein Nunc Stans, ein stehendes Jetzt. Man nennt das aus dem Lateinischen Nunc Stans, stehendes Jetzt. Das heißt, der gesamte Zeitablauf des Universums, der Erde, ist für Gott ein einziger Augenblick. Und deshalb können wir auch für Verwandte in der Vergangenheit beten. Pater Pio hat das betont. Er hat für seinen Großvater gebetet, der schon seit über 100 Jahren tot war. Und er hat gesagt, für Gott gibt es keine Vergangenheit und keine Zukunft. Für Gott gibt es nur ein Nunc Stans, ein stehendes Jetzt. Und deshalb kann ich für jeden im Fegefeuer beten, damit er in den Himmel kommt. Und gerade hier mögen wir innehalten und diese Unaussprechlichkeit, dieses Nicht-Begreifen-Können einfach zugeben, in Schlichtheit, Vernünftigkeit und Bescheidenheit. Und doch als Menschen uns so weit an diese vollkommene, bleibende Liebe Gottes annähern, damit wir auch in dieser Welt, wo wir Ungerechtigkeit, Leid und Tod ausgesetzt sind, uns aufzurichten und unseren Anker, der uns im Glauben gegeben ist und in der Hoffnung, bereits in das ewige bleibende Leben Gottes auszuwerfen und daran uns wieder zu erheben, wo uns die Wirklichkeit, in der wir stehen, allzu viele Fragen und allzu viele Zweifel vorsetzt. Darum wagen wir es auch im Gegrüßet seist du Marien, alle Zeitebenen anzusprechen, wo wir das Gegrüßet seist du Maria beten. Bitte für uns Sünder. Die Sünden sind etwas Vergangenes und wo wir Jesus und die Gottesmutter Maria bitten, bitte für uns Sünder, dort sprechen wir die Vergangenheit an. Bitte für uns Sünder jetzt, in diesem Jetzt, in diesem immerwährenden Sein Gottes, Nunc Stans, ist die Gegenwart angesprochen, jetzt, die wir in diesem Augenblick erleben, die aber für Gott nicht in eine Vergangenheit übergeht, sondern ein bleibendes Jetzt ist. Da gibt es das Gebet von Edith Stein. Lass blind mich, Herr, die Wege gehen, die dein sind. Will deine Führung nicht verstehen, bin ja dein Kind. Bist Vater der Weisheit, auch Vater mir. Führst durch Nacht du auch, führst doch zu dir. Herr, lass geschehen, was du willst, ich bin bereit, auch wenn du nie mein Leben stillst in dieser Zeit. Bist ja Herr der Zeit, das Wann ist dein, du ewiges Jetzt, einst wird es mein. Und im Gegrüßet seist du, Maria, sprechen wir auch die Zukunft an. Wir bitten die Gottesmutter, bitte für uns Sünder, Vergangenheit, jetzt, Gegenwart und in der Stunde unseres Todes. Das ist doch die Zukunft, die wir vor Augen haben, vielleicht in Gebrechlichkeit und in Reife des Alters bereits schon abschätzen und doch ungewiss sind, wann diese Stunde des Todes sein wird. Bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Und dann kommt das alles umfassende Amen für die Ewigkeit. Sie sehen, im schlichten, bescheidenen, nüchternen, gegrüßet seist du, Maria,
spricht der betende Mensch alle Zeitetappen an, die ein Mensch sich überhaupt vorstellen kann. Und darum sind wir auch mit unseren Verstorbenen verbunden, über Zeit und Raum hinweg. Unsere Hoffnung ist noch größer. Wir dürfen unseren lieben Verstorbenen sogar einmal wieder begegnen dürfen, wie Jesus, der Auferstandene, seinen Jüngern begegnet ist nach seinem Tod. Und die Jünger ihn zuerst zwar nicht erkannt haben, Jesus sich ihnen aber dann zu erkennen gegeben hat, als der Auferstandene Herr, der Leid und Tod überwunden hat. Und dies geschieht in einer Reinheit, in einer Schönheit, dort, wo auch wir bereit waren, die Reinheit und Schönheit anzustreben. Das ist eine Frage, der wir uns zuwenden dürfen im nächsten Beitrag. Guten Abend, Herr Pfarrer Schuler. Ich sehe jeden Abend Ihre Ansage und ich freue mich darüber, weil ich immer wieder dazulerne. Aber eine Sache, die drückt mich irgendwie. Ich kenne hier so viele Leute, die in die Kirche gehen jeden Sonntag und dann halten sie ihr Schwätzchen und sind stolz, dass sie jeden Sonntag natürlich in die Kirche gehen. Sie sind ja die Kirchengänger. Ich kann leider nicht mehr gehen, weil ich operiert worden bin und ich sehe über KTV auch meine Messen. Aber keiner davon geht, also ich will sagen, die ich kenne, geht zur Heiligen Beichte. Und das ist doch nichts Vollkommenes. Wenn meine Mutter hat mir immer gesagt, also Kind, denke dran. Erst die Heilige Beichte, dann Buße und dann Kommunion. Oder liege ich da falsch? Das wollte ich Sie mal gefragt haben. Ich bedanke mich. Sie liegen vollkommen richtig. Und die Antwort gibt uns auch der Katechismus der katholischen Kirche. Also sie liegen vollkommen in der Lehre der Kirche, wo sie nach besten Kräften, in lauterster Absicht, zuerst Reinheit und Güte anstreben und dann erst in die Begegnung Gottes treten. Dabei ist der lebendige Gott doch Gast in unserer Seele. Und wo wir einen Gast empfangen, dort wollen wir unsere Wohnung aufgeräumt haben, von der besten Seite uns zeigen, um den Gast auch würdig und angemessen empfangen zu können. In der Seele geschieht dies, indem wir den Weg der Umkehr und Buße gehen als unvollkommene Menschen. Dort, wo wir die besten Kräfte einsetzen, alle Unvollkommenheiten abzulegen, als Menschen werden wir trotzdem in der Unvollkommenheit weiter drinstehen, aber vielleicht uns annähern können an dieser unermesslichen Güte und Liebe und Vollkommenheit Gottes. Und darum auch die Seligpreisung in der Heiligen Schrift. Selig, die reinen Herzens sind. Sie werden Gott schauen. Dieses reine Herz erbitten wir uns vom lebendigen Gott. Dann können wir nämlich auch die Begierden ablegen. Begierden nach materiellen Dingen, oder vielleicht auch die Begierde nach geistlichen Gütern. Diese vollkommene Güte, die ist ein Geschenk Gottes. Auch die Heiligkeit und Vollkommenheit ist ein Geschenk Gottes.
dieses Geschenk braucht einen Beschenkten, der zustimmt, der dieses Geschenk auch annimmt. Die große Leistung der Heiligen ist es, aus ihren Unvollkommenheiten herauszutreten in die lebendige Begegnung, hier und jetzt, mitten in den Ungerechtigkeiten dieses Alltags, dieser Welt, in die Vollkommenheit Gottes einzutreten. Und wo uns das gelingt, da darf die Begegnung mit dem lebendigen Gott ganz besonders in der heiligen Kommunion dann, in der wir den Leib Christi empfangen, leiblich und geistiger Weise, in vollkommener Weise, tatsächlich den Leib und das Blut Christi zu uns nehmen können, da empfangen wir den Herrn selber. Und das ist wohl das Größte, wen wir empfangen dürfen. Und dazu dürfen wir uns immer wieder neu nach angemessener, guter Vorbereitung, am allerbesten, wie Sie es zurecht gelernt haben von Ihrer Mutter, nach Empfang des Heiligen Sakraments der Beichte, da dürfen wir auch zur Heiligen Kommunion schreiten. Und wenn ich diese Worte sage, ist mir schon die schmerzhafte Erfahrung auch bewusst, dass es schwierig ist, einen verständnisvollen, guten Beichtvater zu finden. Manchmal sind es unvorstellbar große Bemühungen und Wege, die die Gläubigen auf sich nehmen, um einen guten, weisen, Staretz, geistlichen Vater und Beichtvater zu finden. Es lohnt sich diese Investition und es gibt sie tatsächlich auch heute noch, sogar in jungen Priestern, die mit einer Schlichtheit und Bescheidenheit diese Güte, die Gott uns zukommen lässt im heiligen Beichtsakrament, als Beichtväter den Gläubigen weitergeben, in persona Jesu Christi, in und stellvertretend für Jesus Christus selber, der am Kreuz für uns gestorben ist. Herzlichen Dank für mit dabei sein und ich freue mich, wenn Sie auch morgen wieder zuschalten.